Hi Leute, ich bin's, Dennis von der Pfleger Fotografie und ihr seid heute beim Halloween Special. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ihr habt es gerade schon gesehen, heute geht's ums Halloween Special. Wir haben den 31. Oktober 2023 und ich will mit euch heute Abend gruselige Bilder machen. Dazu habe ich mich in ein Maisfeld verirrt an der B31 und habe mir ein paar Masken besorgt und habe meinen Fasnitz-Kleiderschrank geplündert und will jetzt mit euch ein paar gruselige Bilder machen. Dazu habe ich folgendes Setup dabei. Ich habe einmal dabei hier meine Godox-Leuchten, die ich auf einen Stab drauf machen kann, 30 cm hoch, in verschiedenen Farben einstellbar und so weiter. Dann habe ich dabei meine Kamera, mein Stativ und ich habe ganz hinten im Maisfeld schon versteckt einen Blitz, den AD 300 Pro. Der sorgt für den Special Effekt, wenn ich von hinten beleuchtet werde und vorne die Lampen auf mich gerichtet habe. Zusätzlich, wenn ich noch Rauch in den Einsatz bringe, kommt es sehr, sehr cool. Das Licht wird angeleuchtet, also der Rauch wird von hinten vom Blitz angeleuchtet und bietet eine wahnsinnsgruselige Stimmung. Ich habe schon mal die ersten Bilder gemacht mit der Maske und der Motorsäge von gerade eben. Und ich ziehe mich derweil um. Ihr schaut euch diese Bilder, die ich bisher gemacht habe, auf jeden Fall schon mal an. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wenn man nur ein bisschen Ideenreichtum hat, der ein oder andere Kritiker wird natürlich wieder sagen, oh, viel zu viel Aufwand für den ganzen Firlefanz und das Ergebnis ist ja nur mäßig. Mir egal, ich habe Spaß dran, ich lasse mir gerne was Neues einfallen, ich habe da richtig Bock drauf und deswegen habe ich das ganze Zeug heute Abend mit hier rausgeschleppt
und hoffe, wenn nächste Woche Halloween ist, dass ihr euch daran freut, das Video anzugucken und ja, dass ihr vielleicht auch ein bisschen inspiriert seid, rauszugehen, was Neues auszuprobieren, eure Blitze mit rauszuziehen, die Blitze einzusetzen und echt dabei Party zu machen und Spaß zu haben. Also mit diesem Lichtsetzer-Event hier kann man wirklich coole Szenerien machen. Man kann die Farben wechseln, man kann Licht wechseln. Man hat so viele Möglichkeiten. Ihr seht es ja, ich bin hier die Horror-Nonne mit meinem normalen Gesicht. Ich weiß, das sieht viel gruseliger aus als die Maske gerade eben auf den Bildern. Also ich blende die Bilder nachher übrigens nochmal ein, die wir jetzt da gerade gemacht haben mit der Horror-Nonne. Ich habe jetzt noch ein bisschen Lightpainting dabei. Ich bin hier extra auf einem Bereich gefahren, wo ein Maisfeld ist, wo abgemäht ist und eins, wo eben nicht abgemäht ist, und rechts neben uns ist es abgemäht, und da möchte ich jetzt noch ein bisschen Horrorbilder machen mit ein bisschen Lightpainting. Ich baue das Ganze mal auf, ihr schaut euch die Bilder an, die wir gerade gemacht haben von der Horrornonne und vom Horrormönch, und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich aufgebaut habe. Die Grusel Lightpainting Bilder machen zu können, muss ich jetzt versuchen, zwischen 10 und 15 Sekunden stillzuhalten. So, um Lightpainting Bilder zu machen, habe ich meiner Frau einen alten Schneebesen geklaut. Ich habe da dran Kabelbinder, habe ich eine Kette dran gemacht, und jetzt habe ich hier Stahlwolle besorgt. Stahlwolle, da reiße ich mir jetzt hier ein kleines Stückchen ab. Das klemme ich dann hier vorne. Ah, da ist noch von gerade eben noch was drin. Das klemme ich mir dann hier vorne in meinen Schneebesen rein. Und dann wird mein Assistent das Ganze hinter mir schwingen, so dass dann die Funken fliegen, hoffentlich. Wir sehen uns also gleich wieder. So, zugegeben, heute sind
kann dich nicht ganz so hundertprozentig stillstehen. Der Untergrund hier ist nicht ganz so gegeben. Aber nichtsdestotrotz, es ist Halloween. Das darf auch ein bisschen verschwommen sein, so geisterhaft. Und das bringt mich auch zum nächsten Thema. Ich möchte jetzt beim nächsten Thema möchte ich die Geisterhaftigkeit noch ein bisschen besser zur Geltung bringen. Dazu habe ich den Blitz jetzt hier hingestellt und will mit dem Blitz quasi mich einfrieren und dann in der Langzeitbelichtung mich weiterhin bewegen, sodass eine Geisteraura um mich herum entsteht. Durch das, dass ihr den Blitz nutzt, friert ihr das erste Bild komplett ein. Da könntet ihr jetzt auch dann machen, was ihr wollt. Da könntet ihr dann weggehen. Ihr seid dann drauf. Kann ich aber auch mal machen nachher. Einfach aus dem Bild verschwinden. Das sieht dann auch ganz geil aus, aber ihr seid trotzdem drauf. Aber wenn ihr jetzt hier stehen bleibt und euch dann bewegt, dann bildet ihr dann dieses schemenhafte, geisterhafte. Ich ziehe mich dazu nochmal um und zwar in komplett weiß und dann machen wir die Bilder. So, und auch dieses Video geht irgendwann zu Ende. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder ein bisschen Kreatives zeigen können, was man mit zwei Stativen, zwei Glowlichtern von Godox, einem ADT 300 Pro von Godox alles so anrichten kann und Spaß haben kann. Was für Accessoires, ob ihr Nebel dazu nehmt, ob ihr Masken dazu nehmt, ob ihr Kürbisse ausschnitzt und so weiter und so fort. Das bleibt euch überlassen. Ihr könnt auf jeden Fall damit richtig, richtig, richtig coole Halloween-Bilder zaubern und machen und könnt eurer kreativen Art komplett freien Lauf lassen. Ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt in dem Shooting wirklich auch alles sein, was ihr möchtet. Habt einfach Spaß am Fotografieren, lasst euch ein bisschen was einfallen, seid ein bisschen kreativ und dann werden die Bilder unter Garantie auch bestimmt sehr, sehr cool. Für mich hat es richtig Spaß gemacht, mich in Schale zu schmeißen, meine Kostüme rauszuholen. Ich bin gern ein Fasnitzkind und Fasching-Karnevalskind und lauf gerne verkleidet bei uns in der fünften Jahreszeit am Fasching Karneval Fasnet, wie wir am Bodensee so schön dazu sagen, laufe ich immer gerne verkleidet rum und deswegen habe ich mich da in Schale geschmissen heute Abend für euch und habe mir dieses Halloween Special überlegt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran und ich hoffe, ihr konntet wirklich was draus lernen und davon wieder was mitnehmen und
Ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und wir gemeinsam den Weg durch die Fotografie machen und immer viel Spaß an der Fotografie haben werden. Ich lasse mir auf jeden Fall wieder was Neues einfallen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Video. Happy Halloween! Ciao! Ah.